Hallo zusammen und willkommen zu den Schnellschnäppchen. Yay! Ja, hier ist wieder Indiana Snorri auf der Suche nach dem verlorenen Schnäppchen. Und heute habe ich wirklich einige kostenlose Spiele für euch sogar. Und zwar, wir fangen jetzt erstmal hier mit diesem Indie Game Racer an. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist die Seite VG247 auf Facebook zu liken und eure Steam-Adresse anzugeben. Und schon solltet ihr dieses Spiel bekommen. Weiter geht's mit einem weiteren auf der gleichen Seite. Ihr könnt euch nämlich ebenfalls noch Chaos Domain sichern, indem ihr das gleiche hier macht. Das ist dann ein, sie nennen es Run-and-Gun-Shooter. Ja, sieht ganz nett aus für kostenlos. Dann gibt es hier noch auf whosgaming.now Deadbit ist ein Indie-Spiel, was ihr euch auch kostenlos holen könnt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist Member von der Chat-Steam-Gruppe zu sein. Einfach draufklicken, machen, redeem und dann wieder rausgehen. Dann habt ihr den Code auch. Dann geht es weiter zu woobox.com. Dort hat nämlich jetzt Grab the Games einen weiteren kleinen Beta-Key-Giveaway gestartet. Dort könnt ihr euch für das Spiel Deadbreed anmelden. 100.000 Beta-Keys gibt es zu gewinnen. Einfach hier unten eure E-Mail-Adresse angeben und Try to Win drücken. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dann auch nochmal einen Beta-Key. Jo, weiter geht's auf ebenfalls woobox.com noch ein Giveaway von indiegala.com. Alles, was ihr da wieder machen müsst, unten die E-Mail-Adresse angeben, VG247 zu liken und das war's dann auch. Also ihr könnt allein schon drei Spiele dadurch bekommen, dass ihr VG247 liked. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein Spiel von DLH.net. Das wäre jetzt schon fast das Falsche gewesen. Und die haben wieder zwei Spiele reingetan, und zwar Two Worlds Game of the Year Edition und Command Conquest of the Americas. Diejenigen, die sich jetzt neu einen Account hier machen, keine Sorge, ihr könnt auch die anderen Spiele, die ich hier vorne alle stehen habe, könnt ihr euch ebenfalls runterladen. Die bekommt jeder Account, solange es dafür noch Steam Keys gibt. Also ihr könnt euch dann ebenfalls noch Enclave, East India Company Gold Edition, Night Shift, Knights and Merchants HD, Pirates of Black Cove und die neuen beiden holen. Weiter geht's dann jetzt zu grabfreegames.net. Dort gibt es jetzt gerade das Spiel Swipecard. Alles, was ihr dafür machen müsst, E-Mail-Adresse angeben, dann auf Request Key, dann nochmal die E-Mail-Adresse geben, nochmal Request Key und dann habt das, dann wird euch von der Seite goddenkey.com einen Steam Key zugeschickt an die E-Mail-Adresse. Jo, und dann gibt es noch ein letztes Spiel. Heute ist wirklich eine Menge los hier. Alles, was ihr machen müsst, um Super Killer Hornet Resurrection zu bekommen, auf indiegala.com hier vorne eure E-Mail-Adresse angeben, auf Redeem klicken und schon habt ihr das Spiel. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, jeder von euch hat sein Spiel gefunden. Und ich wünsche euch natürlich jetzt noch eine frohe Schnäppchenjagd.